Der Drache muss weg. Der Drache muss weg. Und ich hoffe, das passiert jetzt auch. Also, let's get started. Let's get started. Nein, es hat doch eine zweite Ebene. Verflixt. Zu früh gefreut. Mann, ich war voll drauf eingestellt. Hoffentlich dauert das jetzt nicht mehr so lang. Hier ist Grünzeug. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich sowas in einem Gebäude sehe. So, da drüben ist fleißig Feuer. Mensch, das muss doch jetzt hier sein. Komm schon. Oh, ich sehe hier auf dem Radar ist was Rotes. Alle gelb. So, so gefällt mir das. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Ach Mensch, der war knapp. Irgendeiner macht einen Finishing Move, Liliana. Altes Kampfschwein. On it. Mensch, ich will jetzt, dass das aufhört. Ich will diesen blöden Drachen bekämpfen. Hoffentlich ist das nicht so groß. Aber auf der Karte schaut es schon ziemlich groß aus. Oh, oh, oh. Oh. Na dann fangen wir mal hier an. Bisschen Pflegebalsam, wie schön. So, da waren wir gerade auf der anderen Seite. Ach, das sind bloß ein paar Räume hier. Na gut. Mensch, eigentlich könnte man hier über den Tisch hüpfen, ne? Dann gehen wir halt umständlich durch die Tür. As you wish. So. Oh, da sind gleich ein paar. Right ahead. Oh, hier ist ein Dicker. Was machst denn du hier? Make a preserver. You force our hand. Kommt denn der auf einmal her? Oder wie hat er sich dahin gebeamt? Death.
Da ist er, der feige Sack. Was macht denn unser Hund da? Mal hier zum Lugang gucken. Oh, jetzt geht kaputt hier. Zack, zack, zack. So, was hast du ein schönes? Ach, was zu trinken. On it. So, Liliana hat ja irgendwas von Fallen erzählt. Hm, da hat sie sogar recht. As you like. Oh, das hat wohl nicht geklappt. Ja, klappt nicht. Und wieder noch. Mushrooms. Können wir noch eine Tüte drehen hier, ne? Metalltür. Aha. Wenn wir nochmal auf die Karte gucken. Da in dem großen Raum war ich noch nicht. Na gut, da nochmal kurz zurück. Also gründlich machen wir das ja schon, ne? Ah, scheiße. Blöd. Jetzt komm, hab dich nicht so. Weiter geht's. Let's get started. Oh, da sind ein paar. Oh, wow. Alter Verwalter. As you wish. Das schaut ja fast so aus, als hätten die gewartet. Wow. Das? Ja, mach. Bleibt ihr mal hier. Tür zu. Mal schauen, wie lange das funktioniert. So. Oh, da ist nur noch einer auf der Karte. Das ist ein Alpha. Ja, der hält ein bisschen mehr aus, das ist klar. Boah, aber die kommen auch nicht auf den Trichter, hier mal rauszukommen, ne? Und weg ist er. Hihihi. Wenn es nur immer so einfach wäre. Gibt es jetzt hier noch irgendwas Interessantes? Oh, halt, hier nicht alleine laufen. Flinke Füße, flinke Füße. Nö, hier ist nix. Dann wollen wir doch mal zu dieser Metalltür. Wo waren denn die jetzt? Hier durch. Und einfach nur geradeaus. As you wish. Ja, auf geht's. Oh, doch nicht. Was ist denn das für eine? Der schießt schon wieder was auf mich. Oh! Der hat ein paar Ugeris dabei. Der braucht schon Uger. Oder was machen wir denn? Oh, King Kong, hä?
Enough! Ow! Schmerzhaft. I never liked this part. As you wish. Mal schauen, ob ich schneller bin. Let's get some. Yep. Defend yourself. A little frantic. Come and get it. I can see why. Na, der Ludwig keine Lust hier, oder was? So, Tür zu. Hilft nix, müssen wir hin. Mit ein bisschen Glück ist es ja nur noch der hier. So, ich hab 0 Mana. Scheiße. Rooftop, oh ja, hier ist es soweit. Ganz klar. Let's get started. You need me? Obwohl, ich laufe mal hier die restlichen paar Kisten noch mit Liliana ab. Da ist er zu doof für. Was natürlich gemein ist, das einfach so zu sagen. It's done. Schon wieder? Sag mal. Was sind denn das hier für Killerkisten? Oh. Immer diese Stufen, die einen festhalten. On my way. Okay, so, jetzt gucken wir erst einmal. Du. Noch ein paar Heiltränke basteln hier. Na, ich kann nur die da machen. Da hau ich mir jetzt hier einfach mal ein paar rein. So. 99. Schöne Zahl. Und da, ich denke, so viel kann ich mit Liliana jetzt hier gar nicht machen. Keine Bomben. Bische Gift. Mache ich einfach mal ein bisschen was. Und dann gucke ich mal noch, ob ich nicht hier noch irgendwas einstecken habe. Was ich nicht in der Leiste ist. Zum Beispiel das da. Das ganz unausgerüstete Zimmer ja dann doch nicht. Oh Mann, da ist ja Haufen Zeug. Ja, okay. Dann. Setze ich mich mal bequem hin. Und ich hoffe mal, das dauert jetzt nicht sehr lang. Also. Mit Pauken und Trompeten. Ta-ta-ta-ta. Hey, das macht Shell auch immer. Hallo. Okay, so. Also, Drachenfotzen. Ich rufe mir jetzt gleich mal hier ein paar her. Und ja, es ist vielleicht blöd, Feuerkreatur mit Feuer zu bekämpfen. Mir fällt nichts Besseres ein. So. Liliana geht mal hierher und macht Fernkampf. Jetzt ist er hier. Na gut. Desperation! Ugly perfume! Push them back! As you wish.
gucken, was kann ich denn hier alles Schönes? Let's get started. Schon die Zwerge drauf. Oder Sack. Only one shall stand. Ach, Mensch, Mädel. Da habe ich wieder hier falsch eingestellt. Die soll mal lieber ein bisschen weiter weggehen. Um. Ja, diese ganzen Nahangriffe nicht abzukriegen. Machen wir am besten. Nein, nein, jetzt. Yes. Aha. Und wo sind die feige Sau jetzt hin? Was seid ihr für gefährliche Kämpfer, die da einfach nur rumstehen? As you like. John, you can do better than that. Let's get started. Here we go. Vielleicht kann man noch ein paar andere Leute holen. Cool werden, dann ist ja abgelassen. You should run while you can. Ups. Stay still. Ach, der hebt jetzt ab, ne? Zeig mal, was größer ist. Ja, das glaubst du, da drüben bist du vor mir sicher, hä? Nein, nein, mein Freund. So, jetzt kommt ein bisschen dunkle Brut. Liliana, schieß mal mit. Hey, ich hab gesagt Blizzard, du Knallfrosch. Kann ich hier keinen Blizzard machen? Och nö, sag bloß, wie fies ist das denn? Better than that. Verflixt! Ach, jetzt war die Dingsleiste nicht gelockt. Oh Mann. Das ist jetzt gerade doof. Die muss ich jetzt erstmal wieder herziehen. So, ich wollte den natürlich darüber schmeißen. Das muss ja wohl möglich sein. So, was hat der mit mir gemacht? Make this quick. Ja, jetzt habe ich den natürlich unterbrochen hier durch das Weglaufen. So, mit ein bisschen Glück jetzt aber. Let's get started. Genau, jetzt dreht er es in die falsche Richtung, oder? Nee, nee, das ist richtig uncool. Schieß! Zauberer, wo kommt's? Oh, der Irving! Ja, wie cool ist das denn? Hä? Ach, der ist da hinten, deswegen.
ich verpasse ja das Beste. Medic, hilft mir mal. Sethrian ist auch da, cool. So, ah, jetzt kann ich hier, Elfen, her damit. Nehme ich doch. So, hier, bitte schnell. Rette mich. Sheet! Sheet! Oh wei. Oh wei. Oh, jetzt ist es natürlich, jetzt ist es eine ganze Ecke härter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die sind tot, ja, die könnten mich jetzt mal irgendwie wiederbeleben oder so. Und wo bleiben meine Elfen? Ready? So, komm schon jetzt hier. Auf den Sack. Apropos, drauf auf den Sack. Hier, nimm. Das auch. Ah, da sind die Elfen. Halleluja. Los, mehr, mehr. So, du musst jetzt mal hier... Mensch, das ist so spannend. Ach, das ist spannend und lästig zugleich. Komm schon. Das ist besonders blöd, wenn man hier alles zweimal machen muss. Auf dieser Kamera weiß ich gerade überhaupt nicht, wie es steht. Wo haben wir denn? Oh Mann. Ach. Mensch, ich würde ihn wiederbeleben. Ich brauche jemanden, der mich wiederbeleben kann. Die trinkt schon. Okay. So, da, okay. Let's make this quick. Shale, shale, shale. Good to go. Ja, die trinkt noch. Yes. Oh, jetzt. Oh, oh. So, aber trotzdem noch ein bisschen aufpassen hier, was passiert. Defend yourself. It is done. There's no need for you to take the final blow. Allow me. Isn't this why I'm here?
Gut geraten. Good. I was hoping that there would be no argument. I salute you. You have defeated the Blight before it could truly begin. My only regret is that my foolishness almost prevented you from doing so. I do my duty now as I always have, with all my heart. Ja, sau cool. Da leistet er jetzt ja doch nochmal richtig Wiedergutmachung. Mit der Entschuldigung da. Sau cool. Rennen sie die feigen Säcke. Yes. And then it was over. With the archdemon dead, Darkspawn horde quickly crumbled. Most fled back into the deep roads. They would remain a threat in the years to come. But the Blight had been ended before it had truly begun. Ferelden had been saved, and the entire kingdom rose up to joyously greet its queen. Grey Warden stood redeemed, and a new age had begun. But at what cost? My friends, we are gathered to celebrate those responsible for our victory. My father, Loghain, the man who led Ferelden to freedom at the Riverdane, gave his life for us and earned his redemption by slaying the Archdemon. But the one who led the battle against the Darkspawn, thankfully, remains with us still. Ladies and gentlemen, I present the hero of Ferelden, the first Grey Warden to defeat the Blight since Garahel 4 centuries ago. Grey Warden, it is hard to imagine how you could have aided Ferelden more. I think it only appropriate that I return the favor. Is there any boon you might request of Ferelden's queen? Das ist eine gute Frage. Was habe ich denn da alles zur Auswahl, meine ich, möglich tun? Nein. Ein Titel und ein bisschen Geld. Die Magier. Nee, ich mache das mit den grauen Wächtern. Also das sollte mal echt nicht vergessen werden. So, richtigen Knopf finden. Bam. An excellent point. We can begin with a monument here in Denerim, dedicated to my father and all the other Grey Wardens who fell to save us. We should also collect scholars to learn more about the Darkspawn. We'll face them again, here and with the dwarves. Let it also be known that the Arling of Amaranthine, once the land of Arlhau, is now granted to the Grey Wardens. There they can rebuild, following the example of those who went before them. Merkt euch diese Sätze. What are your plans? Will you remain with the Grey Wardens? Nein,
ich werde wandern gehen. I don't suppose the Grey Wardens are really in a position to stop you, are they? Then let me say, I hope your travels bring you back this way soon. You will always be welcome here. There is a group of eager Ferelden citizens waiting outside to get a look at their hero. I suggest you make at least a brief appearance before they storm the gate. Just tell the guard at the door when you are ready. Ja, sehr schön. Also, jetzt quatschen wir mal noch ein bisschen mit unseren Leuten hier. Und dann ist es auch schon vorbei. How incredible that it survived. It has exceeded my expectations. Ja, komm, also, ich war schon echt ein bisschen besser als nur überleben. I will agree with that, grudgingly. Thankfully, it appears to be the exception when it comes to its kind. Otherwise, I might be forced to revise my opinion completely. But I will go now. I am thinking I will return to Orzammar. Perhaps I will fight the dark spawn in the deep roads. Clear them out for good. They remind me of pigeons. Sehr gut. Ja, die Frage ist blöd, weil das hat sie gerade beantwortet. Ja, das könnte eine Weile dauern. It appears that time is a luxury I possess. The blight may be over, but the dark spawn will just go underground once again. Perhaps I can do something to aid the dwarves. It is a worthy quest, something worth existing for. Does that make sense? Ja, hätte ich schon gesagt. Perhaps I will see it again one day. I hope so. For a flesh creature, it has been excellent company. It is very strange to hear so many speak of a mage in such glowing terms. Deserved, of course, but still not what I am accustomed to. Allow me to offer you my congratulations and my thanks. The tower is now nearly restored to order. It could have been so much worse. Hab ich doch gern gemacht. It pleases me to see such a young pupil achieve prominence. I look forward to watching what you accomplish next. Now, I should leave you to your celebration. Aldred's revolt has left me very quick to tire these days. Ja, so wirklich gut schaut auch nicht aus, ne? Will come soon, I think. So, wer ist denn hier noch? Liliana, mit der reden wir als letztes. Saffron! I will be relieved when all this pomp and ceremony is done. Wie schaut der denn aus? Such events are perfect opportunities for assassins, after all. I can't help but expect the crows to appear at any moment. Which would be a welcome break, mind you. Blutbad hört sich lustig an. Nee, glaubst du echt, die kommen noch? Eventually, with Taliesin dead, it may take them time to figure out what has happened. But they are like the tides, predictable. You know, it does occur to me that staying in one place is only going to invite the crows to find me that much quicker. While fun, that might eventually get complicated. You said earlier that you are planning on leaving soon. Is that true? Ja, das habe ich wirklich gesagt. And would you consider some company? You tend to get up to interesting things. You meet interesting people and then you kill them. I'm game to tag along if you are. Moment. Wir hatten eigentlich ausgemacht, mit der Liliana abzuziehen, also. Nee, ich glaube, du bist besser allein unterwegs. Yes, I suppose that is true. Sad as it is. Well then, I suppose I shall be leaving soon. Perhaps Parvolen. The Canary are pleasant folk, I hear. I hope fate decrees we meet again. Bon viati, as we say back home. Drink well and be merry. Life is good. Okay, wenn er schon von Trinken redet, ne? Müssen wir gleich zum Ogren gehen. Humans have a better taste for spirits than I thought. The ale appears actually good. Orzammar ale tastes like dirt in comparison. Probably because they put dirt in it. Na klar. Go figure. Du hast schon deinen Spaß, wa? After what we went through, I think I've earned it. I think you've earned it.
So I guess you're heading off soon, huh? Leaving the city? Yep. I'm thinking I'll stick around myself, at least for a bit. I got offered a spot in the human army, and not as a mascot either. You know, these humans aren't bad for all their long legs. General Ogryn, gar nicht schlecht. It makes me wish Bronca was still around, so she could see what she's missing. Yeah, stupid girl. Ah, well, enough babbling. That pot-bellied son of a whore Tegan said I'd pass out before drinking an entire barrel of pickle juice. I aim to prove him wrong. Dann viel Spaß damit. Good traveling with you, Warden. Don't get lost in the shuffle now. Okay, dann haben wir noch den Stan. They call you Hero. I have not heard it used before, but I think I understand the intent. The Arishok on occasion has declared a Kunari to be Kunoran Vel, one who serves as an example to others. Such examples are always made after their death, however, a death in service to the Kun. A living Kunoran Vel would be too proud. Auch ein bisschen stolz. I would argue, had you not ended a blight. For such an accomplishment, there may be allowances. What the human custom has in common with our own is that the declaration of a Kunoran Vel is a cause for much celebration. It is one of few occasions when the Kunari are permitted to engage in revelry. There is imbibing of spirits, public chanting, meditations abandoned. It is madness. Sehr cool. Das wäre echt mal lustig. It is interesting. It can take days for the Ben Hasrath to restore order. There may even be executions. Das sind die I suppose I should tell you. I have decided to return to my people. Your quest is done, and thus so is my reason for accompanying you. Ja, und ich habe mich schon fast an dich gewöhnt. And I to you, strangely enough. It must be said. You found my sword and gave me a chance to restore my honor. I owe you a great debt. Da bin ich echt mal gespannt, ob wir den in späteren Dragon Ages wiedersehen. So, du hast mir auch geholfen. Alles it gut. Has, that one of the Baz, a foreigner, would become known as Kadan to me. Unthinkable. Yet here it is. Perhaps I shall see you again one day. Until then, may you always find the path you seek. Farewell, Kadan. So, na dann, jetzt aber auf zu Liliana. So, Mädel. So here we are. The conquering hero has won the day, and now he takes his bow and exits the stage. A fine ending. Ja, aber kriegt der Held sein Mädchen? Yes. Yes. He most certainly does. You know, I can't help now but think of my vision. The Maker sent me to help you, and look what you did. It's a miracle. It truly is. So, if I heard right, you'll be leaving soon. Any room for an extra body on your travels? So war's ausgemacht. Ja, aber nur wenn du's bist. Good. Because there's nowhere I'd rather be than at your side. At any rate, I should let you get back to your celebration before someone drags you away. I look forward to seeing you again afterwards. Okay, so, dann gehen wir jetzt mal raus zur Tür. Dann wird noch ein bisschen was erzählt, also in Schrift und Bild. Kein Video mehr. Und dann haben wir das durch, dann ist das Hauptspiel vorbei. Dann bleibt noch übrig zwei DLCs und das Add-on The Awakening. Und dann endlich Dragon Age 2. Ah, ich kann es schon gar nicht mehr erwarten. Aber The Awakening ist ziemlich lang. Also, das dauert noch eine Weile. Aber jetzt erstmal hier das beenden. Are you ready, my lord? The crowds outside are getting restless. Deswegen stehe ich hier. Was soll ich denn tun? Just put in an appearance, so I understand it. The people just want to see their hero in person. I'm supposed to take you to your escort, full brigade, their armor all shined up and everything. They're really honored to be guarding you, let me tell you.
Ja, auf geht's. Right. I'll take you there now. Follow me. So. Ich werde es nicht vorlesen, also selber lesen. Okay, Anora war anscheinend eine gute Königin. Man hat alles wieder aufgebaut. Nächstes Bild bitte. Ja, es ist ja ein schönes Bild, aber komm, ich habe es gelesen. Weiter geht's. Oder muss ich klicken? Ah, ich muss klicken. Ha. Ist auch interessant. Ja, Logan, ja, der hat's wieder gut gemacht. Ah, die hat nicht wieder geheiratet. Ah, die Asche von Andraste, ja. Der Genitivi hat aber ein bisschen was erzählt. Was haben wir denn noch? Die Magier. Hm, die haben endlich mal aufgeräumt und haben es geschafft. Gab es wieder Stress bei den Elfen, was nur mit Gewalt niedergestreckt werden konnte. Na, das ist schade. Radcliffe ist dann auch nicht mehr so geworden, wie es ursprünglich mal war. Hätte ich vielleicht was gegen tun sollen. So, der Connor, genau, der muss ja dann zu den Magiern, weil der war ja ein kleiner Magier. Mhm. Oh, die Dalish-Elfen. Denen geht's auch gut. Der Cethrian ist immer noch der Chef. Bis er es eingesehen hat. Und ist einfach abgehauen. Bei den Zwergen schaut es ganz gut aus. Der Balin war wohl doch ein guter König. Aber natürlich gibt es immer Feinde, ne? Ist ja wohl klar. Dann gab es einige Mordanschläge. Mhm. Die Darkner. Aha, das kenne ich noch nicht. Das habe ich beim letzten Mal ja nicht gemacht. Da gibt es einen Magierzirkel in Orsama. Mhm. Interessant. Und die Kirche hat da keinen Finger drauf. Ach, dieser komische Amboss. Die Zwerge, die sind doch bescheuert, oder? Jetzt haben sie wieder einen Golem gebaut. Der ist natürlich durchgedreht. Na klar. Ja, dann haben sie es anscheinend eingesehen. Morrigan, ja. Dazu gibt es ja noch einen DLC, der noch ein bisschen was von Morrigans Story erzählt. So, Alistair, ja, genau, der ist abgehauen.
Taverne. Ja, das glaube ich, kommt in Dragon Age 2 dran. Da trifft man dann nochmal in ja, eine Kneipe quasi, wer sich besäuft. Genau, Liliana ist mitgekommen. Oh, wunderbar. Oh, wie at least for a time. Was soll das denn heißen? Dieser kleine Satz, ne? Zumindest für eine Weile. Der war fies. Oh, da wäre jetzt noch ein Abspann gekommen. Naja, auf jeden Fall durch. Es war ein happiereres Ende als beim ersten Mal durchspielen, weil da hatte ich ja mit meinem Charakter, der hat ja da mit Morrigan angebandelt. Und ihr habt es ja gesehen, die hat ja diesen Vorschlag gemacht. Ich gehe, dafür nehme ich dein Kind, du darfst leben. Was dann schon ein bisschen traurig war am Ende. Ne? Da war mein Held dann, ja, stand er alleine da. Jetzt hier immerhin mit Liliana, auch wenn dieser kleine Nebensatz da mit dabei war. Aber, also ich bin happy. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, nochmal zu spielen. Ich habe jetzt mal ein Happy Ending, wie ich ursprünglich wollte. So kann ich damit aufhören. Jetzt kommen dann nur noch die DLCs und das Add-on. Und beim nächsten Mal geht es dann auch, denke ich, mit einem DLC weiter. Und zwar, wie heißt es? Die Chroniken der dunklen Brut oder so? Die dann, glaube ich, erzählen, also so habe ich zumindest gelesen, wie es denn aussehen könnte, wenn die grauen Mächte nicht gewonnen hätten. Irgendwie sowas. Also mehr weiß ich auch nicht. Also muss ich mir dann erstmal anschauen. Ich lasse mich da genauso überraschen. Also, ja, dann halte ich jetzt die Klappe und sage Tschüss. Die Folge ist schließlich schon lang genug. Also, ciao, ciao.